Willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys. Es ist genau einen Monat her, dass ich hier genau an dieser Stelle stand mit einem leeren Bus. Und heute wollen wir mal gucken, was ich in dem Monat geschafft habe und was ich mit 1500 Euro erreicht habe. Bleibt dran, bis gleich. Hier sind wir nun genau am gleichen Platz wie vor einem Monat bei herrlichem Wetter. Ich habe es auch irgendwie nicht mehr ausgehalten in dieser Tiefgarage. Und vorweg gesagt, ich entschuldige mich für die schlechte Bildqualität und Tonqualität, aber die Tiefgarage an sich ist nicht der beste Ausbauort. Angefangen hat alles mit dem Kauf des Kastenwagens. Ich habe ja den Kastenwagen gekauft, weil er genau in meine Tiefgarage reinpasst, also 1,96 hoch, L2, H1, wie schon alle vermuten werden. Und mit diesem Auto komme ich halt auch überall hin. Ich habe ja kein zweites Auto. Ich habe ja nur diesen Bus. Und den wollte ich ausbauen, ich wollte nicht auf einen Camper verzichten. Und daher muss dieses Auto auch alltagstauglich sein. Das heißt, ich komme in jede Tiefgarage rein. Ich komme in jedes Parkhaus rein. Ich passe gerade so auf Parkplätze beim Einkaufen. Natürlich steht er hinten mit Länge von, ich glaube, 5,40 Meter. Ein kleines bisschen hinter den Parkplätzen raus. Die meisten Parkplätze sind ja 5 Meter lang. Genauso geht es mir ja mit meinem Parkplatz in der Tiefgarage. Und das Erste, was ich quasi beim Tiefgaragen-Camper-Ausbau gemacht habe, war der Boden. Der Boden, den alten raus, dann schön sauber machen und als nächstes habe ich die Bodenkonstruktion eingeklebt. Zwischen die Bodenkonstruktion habe ich Amaflex geklebt und dann auf die Bodenkonstruktion kam die Bodenplatte drauf. Da ich das euch jetzt natürlich schlecht zeigen kann, hier ein paar kleine Bildchen. Gekostet hat die ganze Bodenkonstruktion ungefähr mit Holz und Amaflex und Bodenplatte circa 200 Euro. Danach habe ich den kompletten Bus ausgekleidet mit Amaflex. Also sowohl Decke als auch Wände komplett ausgekleidet und die Front natürlich auch. Das kann ich jetzt euch auch schlecht zeigen, daher hier auch noch mal ein paar kleine Ausschnitte. Amaflex hatte ich 18 Quadratmeter, 19 mm Stärke. Da muss ich sagen, also für die Seitenwände und für die Decke und für den Boden und für die Front ist man eigentlich relativ gut hingekommen. Ich habe jetzt noch ein Großteil übrig. Was heißt ein Großteil? Ich schätze mal, es werden so 5 Quadratmeter werden noch übrig sein. Von dem 6 mm Amaflex, womit ich die Holme dann verkleidet habe, ist auch noch ein ganzes Stück übrig. Das dürften so 6 Quadratmeter, also 7 Quadratmeter waren es und übrig sind ungefähr noch so 3 bis 4 Quadratmeter, würde ich jetzt sagen. Das Amaflex-Verkleiden an sich habe ich mir ein bisschen schwieriger vorgestellt, war sehr, sehr einfach. Also auch nur zuschneiden und verkleben und nachdem man das hinterher ja sowieso nicht mehr sieht, konnte man mit den Resten auch die ganzen kleinen Löcher, die wo übrig geblieben sind, habe ich dann mit den Resten gestopft. Gekostet hat die ganze Nummer mit dem Amaflex, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, habe ich 3 Kartons Amaflex 19 mm gehabt. Das waren 63 Euro, 180 Euro und 6 mm Amaflex hatte ich einen Karton.
Das waren 7 Quadratmeter, der hat 70 Euro gekostet. Also umherum ungefähr 250 Euro. Das heißt, Amaflex 250 Euro plus der Boden. Da habe ich allerdings in dem Boden, in der Berechnung, habe ich das ein bisschen Amaflex mit reingerechnet. Also würde ich es hier jetzt bei der Gesamtzusammenstellung wieder rausrechnen. Das heißt, Boden 150 Euro und das komplette Amaflex 250 Euro, insgesamt 400 Euro. Als nächstes habe ich mich an die Innenverkleidung gemacht und ich habe den kompletten Innenraum ausgekleidet mit 18 mm starken Fichtenholzplatten, die ich komplett geflamed habe. Also hier Dach, Seitenwände, alles mit 18 mm Fichtenholzplatten. Ich habe mich gegen Nut und Feder entschieden, so wie es die meisten machen, weil mir die Optik hier am besten gefällt. Und wir wollten ja diese brachiale Saloon-Optik für die Camping-Cowboys schaffen. Und ich glaube, das ist mit dem komplett geflamten Innenraum ist es eigentlich relativ gut geworden. Gekostet hat die ganze Nummer 300 Euro, würde ich mal sagen, habe ich jetzt fürs Holz ausgegeben. Also so eine Platte hier, 2 Meter Länge, 20 breit, 18 mm stark, kriegt man im Baumarkt für 6,50 Euro das Leimholz. Ja? Ich muss sagen, vom Schwierigkeitsgrad her hatte ich ein kleines bisschen Angst. Und zwar, als ich angefangen habe, die Unterkonstruktion zu verschrauben direkt an den Kastenwagen, weil ich habe das ja auch noch nie gemacht. Und wenn es da schon schlecht wird, dann wird der ganze andere Ausbau auch schlecht. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt. Also die Decke ist gerade, die Wände sind gerade und ist alles relativ gut bündig geworden. Ich bin sehr zufrieden. Als nächstes habe ich was gemacht, was meinen Camper wahrscheinlich von den meisten anderen Campern unterscheidet. Ich habe eine Rückwand eingebaut in meinen Camper. Das kommt daher, irgendwann habe ich mal meinen besten Kumpel, den Patch von den Camping Cowboys, der hat nämlich seinen Bus schon ausgebaut, habe ich mal gefragt, du, wann bist du mal hinten in deinen scheiß Camper reingestiefelt? Er sagt, ja, da steht das Bett, eigentlich bin ich da nie reingegangen. Da habe ich mich für die Lösung mit der Rückwand entschieden, was ziemlich cool ist, weil die ist innen verkleidet mit 18 mm Fichtenholz und außen verkleidet mit 18 mm Fichtenholz und zwischendrin befindet sich nochmal eine 19 mm starke Amaflex-Schicht. Das heißt, hinten komplett, mal abgesehen von dem schönen großen Fenster, ist auch noch gedämmt nach hinten raus. Die Verdunklung wird dadurch auch relativ easy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja links und rechts, habe ich ja auch in den hinteren Türen Fenster drin. Hier mit der Rückwand brauche ich jetzt einfach nur von innen ein Rollo anschrauben und runterlassen. Das habe ich auch relativ einfach gelöst. Ich habe links und rechts hier an der Seite habe ich Leisten verschraubt. Einfach an die Karosserie mit Schnellschrauben und zwischendrin einfach, dann hat hier zwischen den beiden Leisten einfach die Bretter hochgezogen. Gekostet hat die ganze Nummer ein bisschen Amaflex, also hier ist wirklich nicht viel Amaflex verbaut und Holz, Mai, kostet ja auch nicht wirklich viel im Baumarkt. Ich würde jetzt mal sagen 100 Euro. Und jeder, der meinen ersten Camper kennt, weiß, dass ich auf Auszüge stehe. Das hatte ich schon beim Ford Focus, da gibt es übrigens auch ein Video dazu. Und Auszüge sind einfach super. Auch meine Camping-Cowboy-Kollegen haben gesagt, ohne Auszug hinten aus dem Bus raus mit der Camping-Cowboy-Bar kommst du uns nicht mehr unter die Augen. Daher war ich quasi gezwungen.
Aber ich muss sagen, auch wenn die anderen Camping Cowboys das nicht gefordert haben, Grüße gehen raus an den Hulk, die Sarah, Ellie und den Patch, hätte ich es trotzdem gemacht. Das ist einfach mega praktisch. Man stellt sich hin, reißt den Bus auf und steht eigentlich quasi schon tipptopp fertig, macht hinten den Auszug raus und dann können sich alle hier quasi um die Camping Cowboy Bar versammeln und was trinken und was essen. Gekostet hat das Ding nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ja nicht mehr als Holz. Das hier, diese Auszugsschienen hier von den Tischen links und rechts, das ist ja quasi recycelt aus meinem alten Camper-Ausbau. Aber wenn ich die mit dazu zählen würde, würde ich sagen, ich bin so bei 100 Euro. Jeder, der es nicht gesehen hat, dieses Video, das Ausbauvideo von dem Heckauszug. Ich habe keine Schwerlastauszüge verbaut, weil es halt auch einfach ohne Schwerlastauszüge stabiler ist, meiner Meinung nach. Da gibt es natürlich andere Meinungen und es ist auch gut, dass die Meinungen immer ein bisschen auseinandergehen. Aber ich wollte keine Schwerlastauszüge, mal abgesehen davon sind diese Schwerlastauszüge schweineteuer. Also, Heckauszug auch ungefähr 100 Euro. Als nächstes habe ich mir einen 2 Meter langen Hängeschrank geleistet. Den habe ich auch komplett selbst gebaut. Und da ist auch nochmal richtig schön Stauraum. Wo ich noch Stauraum habe, komme ich gleich zu. Das hier war auch ein absolutes Muss für mich. Deswegen wollte ich auch einen Kastenwagen. Also an einer Seite nichts mit Fenstern, damit ich hier oben meinen Hängeschrank verbauen kann. Der Hängeschrank hat gekostet, ich glaube im Ausbauvideo habe ich gesagt 25 bis 30 Euro. Das stimmt auch, aber wir rechnen jetzt einfach mal mit 50 Euro. Das letzte und gleichzeitig auch das teuerste war das Bett. Das ist ja, war ja mir persönlich das Wichtigste, deswegen hat das wahrscheinlich auch am meisten, oder das heißt wahrscheinlich, hat am meisten Geld verschlungen. Also die Unterkonstruktion habe ich gebaut, das waren vielleicht 50 Euro mit der Unterkonstruktion und der Verschalung außenrum. Und dann halt hier Matratze und Lattenrost. Mein Anspruch war, dass ich im Bus bzw. im Van oder im Camper genauso gut schlafen kann wie zu Hause. Daher habe ich mir eine sehr, sehr teure Matratze geleistet, in Anführungszeichen. Natürlich kann man da noch weitaus mehr Kohle ausgeben. Also hier habe ich für die Matratze 250 Euro, 240 Euro gezahlt und unten für den Lattenrost auch nochmal 260 Euro. Also ich würde sagen, Matratze, Lattenrost und Unterkonstruktion, mei, waren ungefähr 550 Euro. Mehr wird es aber nicht gewesen sein. Vom Arbeitsaufwand her war das Bettbauen auch wirklich okay. Also unten zwei Rahmen in zwei verschiedenen Höhen. Dann hat Verschalen hier an der Seite mit Brettern, war jetzt auch nicht so schwierig. Und ein was muss ich euch noch zeigen, das möchte ich auch hier zeigen. Das finde ich nämlich eine ziemlich coole Lösung. Und habe ich so auch noch nicht gesehen, weil durch dieses große Bett geht mir natürlich der Stauraum auch verloren. Aber da gibt es eine gute Lösung. Moment. Und wie man sehen kann, Bettkastenfunktion, total geil. Und jetzt habe ich hier nochmal richtig schön Stauraum. Und da hinten sieht man es vielleicht, der Auszug ist jetzt ein kleines bisschen draußen. Wenn der Auszug ganz drin ist, würde ich hier eventuell auch noch an den hinteren Teil des Auszugs von innen rankommen. Also wie ich finde, eine relativ gute Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil beim Campen spielt sich ja meistens die ganze Nummer draußen ab. Darauf kommt es ja an. Und hier unten, hier in diesem Fach, in diesem Bereich hier, wird dann auch noch die Stromversorgung und die Kühlbox stehen. Und so, wenn ich jetzt hier draußen am Camper stehe,
kann ich ohne Probleme hier was aus der Kühlbox rausholen. Das ist auch die Parkposition. Wenn ich ankomme, dann werde ich einfach den Bettkasten hochmachen, hinten den Auszug raus und dann bin ich fertig. Und somit sind wir ziemlich genau bei 1500 Euro gelandet und der Bus ist jetzt quasi einsatzbereit. Was heißt quasi? Gut, ein paar Sachen fehlen noch. Die Verdunklung wird noch als nächstes kommen. Dann fehlt noch Sanitär und Küche. Da wird es auch noch mal ein Video zugeben. Und natürlich müssen wir zum TÜV und zur Wohnmobilzulassung. Da bin ich gespannt. Das könnte ich jetzt eigentlich machen. Da könnte ich jetzt eigentlich noch mal kurz vorbeifahren und mit dem TÜV-Prüfer meines Vertrauens noch mal sprechen, was er haben möchte für die Wohnmobilzulassung. Ich wette auf jeden Fall ein Kochfeld. Daher werde ich mir da sicherlich auch noch was einfallen lassen und einsatzbereit in dem Sinne so, weil ein, zwei Nächte, zwei Wochen werde ich noch nicht unterwegs sein können. Da fehlt noch ein bisschen was. Ganz zum Schluss möchte ich noch was sagen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und was bis jetzt noch in kein Video reingepasst hat, aber jetzt sage ich es einfach. Jeder, der einen solchen Kastenwagen oder sich einen Camper bauen will, egal in welcher Größe, egal in welcher Ausstattung, macht's einfach. Jeder Mensch, der schon mal einen Akkuschrauber und eine Stichsäge in der Hand hatte, kriegt das hin. Egal wie, ob gut, ob schlecht, in welcher Ausstattung, völlig egal. Aber es gibt halt einfach nichts Cooleres, wenn man irgendwo hinfährt und man sich um nichts Sorgen machen braucht, wie man nach Hause kommt oder wie lange ich dort bleiben kann, wie lange ich hier bleiben muss. Mit so einem Camper ist man einfach ungebunden und das ist die absolute Freiheit. Das möchte ich zum Ende des Videos noch sagen. Wenn ihr das vorhabt, macht es einfach. Es lohnt sich wirklich. Es ist ohne Zweifel viel Arbeit. Geld geht von 500 Euro bis Open End. Ja, das muss sich dann jeder selber überlegen. Aber die Nummer lohnt sich auf jeden Fall. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniert den Kanal und wenn ihr das nächste Video mit der Verdunklung nicht verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr euch gerade in der Playlist zum Kastenwagenausbau befindet, bleibt dran. Hier nach dem Video geht es direkt weiter mit dem Kastenausbau von Anfang an mit dem Camperausbau und da könnt ihr sehen ganz genau, wie ich alles gemacht habe. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Sonne genießen. Bis zum nächsten Mal. Euer Scar von den Camping Cowboys.